So, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Ich freue mich sehr, Sie heute begrüßen zu dürfen zum ersten Teil unserer Gesprächsreihe Hoffen auf die Ewigkeit. Ich freue mich ganz besonders heute, Herrn Universitätsprofessor Dr. Karl Brunner begrüßen zu dürfen, der mein heutiger Gesprächspartner sein wird. Unsere Gesprächsreihe findet statt aufgrund des Erscheinens eines Buches in diesem Herbst. Dieses Buch trägt den Titel Hoffen auf die Ewigkeit und beschäftigt sich mit der Geschichte eines Benediktinerklosters im 12. und 13. Jahrhundert im südlichen Wienerwald. Das Kloster Mariazell in Österreich oder besser heute bekannt unter Klein Mariazell. An diesem Buch haben 18 Expertinnen und Experten aus verschiedensten Gebieten teilgenommen. Das beginnt bei der Archäologie, geht über die Kunstgeschichte, die Mediävistik bis hin zur Musikwissenschaft. Das heißt, der Zugang zur Geschichte dieses Klosters war ein sehr, sehr breiter. Und im Zuge der Forschungen zu diesem Buch sind dann natürlich nicht alle offenen Rätsel oder Fragen gelöst worden. Es ist ja das Wesen von Wissenschaft, dass man nie immer alles weiß und eigentlich nie am Ende ankommt vom ultimativen Wissen. Und das ist auch der Hintergrund unserer Gesprächsreihe, nämlich ich will mit einzelnen Kolleginnen und Kollegen, die hier mitgeschrieben haben, offene Fragen diskutieren und einzelne Experten und Expertinnen, die nicht mitgeschrieben haben, aber auch was zu dem Thema zu sagen haben, mit denen möchte ich auch gerne ein bisschen plaudern. Und wir wollen das so machen, dass es auch gut verständlich ist, dass es unterhaltsam ist und spannend auch ist. Wenn ich vielleicht kurz Karl Brunner vorstellen darf. Karl Brunner hat in dem Buch geschrieben über die politische Situation in der Babenberger Mark und er ist einer der führenden Mediävisten bei uns in Österreich. Er war Direktor des Instituts für Realienkunde in Krems und zuletzt Direktor des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. Und er hat eine Menge Bücher geschrieben zu verschiedensten Themen der Geschichtstheorie, der Wissenschaftstheorie, der Kultur- und Umweltgeschichte. Also er war auch immer sehr innovativ in seinen Denkansätzen und Forschungsansätzen. Also er hat schon Umweltgeschichte betrieben, wo andere noch gar nicht dran gedacht haben. Und er hat, was für uns auch sehr interessant ist, vor einigen Jahren eine Monographie über Leopold den Heiligen auch herausgebracht. Ganz besonders bedeutend ist natürlich sein Standardwerk zur hochmittelalterlichen Geschichte Österreichs, Herzogtümer und Marken vom Ungarnsturm bis ins 12. Jahrhundert. Und das ist genau die Zeit, über die wir uns heute unterhalten. Wir sprechen über die Mark Österreich im 11., 12. Jahrhundert. Lieber Karl, was ist denn so eine Mark überhaupt? Was haben wir uns darunter vorzustellen? Grüß Gott, die Damen und Herren. Gott sei Dank sind wirklich Damen auch da unter den Zuhörern und Zuschauern. Ich versuche das kurz sozusagen überblicksmäßig zu gestalten. Wir müssen uns vorstellen, dass unser Donauraum zwischen Enns und Wienerwald ursprünglich einmal nur eine Art Spange war zwischen dem großen Noricum, aus dem dann später Bayern wird, und Pannonien, das dann eben von den Ungarn besetzt wurde. Als dann die Ungarn in Pannonien saßen, war diese Spange plötzlich ein Teil eines Grenzlandes. Sie haben das da in Orange und Grün. Das Grüne ist Ostland, ist relativ klein, und Sie müssen sich vorstellen, dass ein Großteil des Alpenvorlands nur ganz dünn besiedelt ist. Grenzland heißt einfach im Mittelalter Marker. Und der sich um dieses Grenzland kümmern muss, ist der Markgraf. Einer von den Grafen, wie andere Grafen im Reich auch, der eine Sonderaufgabe hat. Und für diese Sonderaufgabe aber auch Sonderrechte hat. Er darf bestimmte Steuern einheben. Der Name für diese Steuer ist lustig, Marchfutter. Gemeint ist das Futter für die Pferde, die man militärisch braucht. Und er darf
Leute ausheben, auch von anderen adeligen Herrschaften. Ansonsten ist er am Anfang einer unter vielen, aber er darf auch noch, ein drittes ist wichtig, er darf direkt zum König Bericht erstatten. Das heißt also, wenn wir jetzt über einen Markgraf sprechen, wie zum Beispiel über Leopold III., dann haben wir uns darunter nicht eine Art Mini-König vorzustellen, sondern eher einen Primus inter pares. Ja, ein Primus inter pares, der allerdings immer zum Chef berichten kann. Das ist wie in Niederösterreich der vortragende Hofrat, zum Unterschied von den anderen Hofräten. In unserem Fall und uns bekannt sind die sogenannten Babenberger. Am Anfang waren verschiedene, die sind nicht so mächtig gewesen. Diese Babenberger stammen, wenn Sie da schauen, nördlich von Regensburg ist der sogenannte Nordgau. Dort haben sie ihre ersten Spuren verdient, aber nicht alleine. Unter den Adeligen, die in unserer Heimat dann sich niederlassen und aktiv werden, sind auch andere, auch von da oben. Dieses Land hat keinen Namen. Und als man dann fragte in Freising, wie denn das dort heißt, hat man die Antwort gekriegt, na ja, das Land im Osten, das Ostreich, das Osterrieche. Das ist ein Nichtname sozusagen, der dann jahrhundertelang hängen geblieben ist. Aber vielleicht, wenn wir schon bei diesem Thema sind, nämlich dem Namen dieses Landes, warum sollte man, es ist ja auch sehr, sehr in der Öffentlichkeit der Begriff Ostmark gebräuchlich, warum sollte man eher auf den Begriff Ostmark verzichten? Weil er einfach nicht eindeutig ist. Wir Historiker haben ein Problem, weil der Begriff Ostmark von den Nazis vereinnahmt worden ist. Okay, das können wir sagen, wir könnten das ignorieren, aber eine Ostmark gibt es am ganzen Reich entlang und vor allem eine ganz wichtige Ostmark ist in Sachsen. Das heißt, die Ostgrenze des Reiches ist von Ostmarken geschützt. Und unsere Ostmark hat eben, Gott sei Dank, den eigentlichen Namen Osterrieche bekommen. Das heißt, eigentlich sollte man den Begriff Ostmark vermeiden und der korrekte Begriff wäre eher Österreich, ganz einfach, oder? Übersetzt ins heutige. So hat es immer geheißen. Ich meine, was vielleicht auch spannend ist in diesem Zusammenhang und wenn wir uns gerade diese Karte hier so ansehen, ich glaube, ein großes Missverständnis ist ja auch oft, dass diese Markgrafschaft als eigenständiges Land angesehen wurde und wir haben ja unsere Veranstaltung auch ein Land entsteht genannt. Wie ist denn die reichspolitische Stellung dieser Markgrafschaft eigentlich? Was ist das für eine rechtliche Qualität im Verhältnis zu den anderen, zum Beispiel zu einem Herzogtum wie Bayern? Ja, es ist Bestandteil eines Herzogtums. Ganz schlicht und ergreifend, es gehört diese Mark zunächst einmal direkt zu Bayern, zum bayerischen Herzogtum und ist auch, der Markgraf ist auch verantwortlich zur Berichterstattung nach Regensburg zum bayerischen Herzog. Es ist so, dass in manchen Geschichtebüchern festgestellt wird, ja, die Bayern tun was in Österreich, die österreichischen Adeligen sind Teile des bayerischen Adels. Und das Wichtigste in dieser ostösterreichischen Mark ist, sie zu entwickeln. Sie ist dünn besiedelt, es hat ein Problem, nördlich der Donau ist überhaupt sehr wenig los. Und was braucht man dafür? Das sind Leute. Also das Erste, was in einem werdenden Land wichtig ist, sind die Leute. Die Geografie ist
anders als heute, so wie in Amerika, wenn man mit dem Flieger drüber fährt. Wenn Sie über Kanada fahren, sehen Sie die längste Zeit nur Wald. So ungefähr hätte es bei uns auch ausgeschaut um die damalige Zeit mit dem Flieger. Aber das Wichtigste ist, Leute zu bekommen. Und Leute bekommt man nur, wenn man deren Vorgesetzte auch hier agieren lässt. Adelige sind nämlich nichts anderes als Firmenchefs sozusagen in dem Fall, die Leute hereinbringen und die Landeswerdung ist dann möglich, wenn sich eine dieser Chefpartien, nämlich die Babenbergische, gegenüber den anderen durchsetzen kann und eine Art Monopol aufrichtet. Und da haben wir in Klein-Mariazell sozusagen das Modell für diesen Prozess. Zuerst gründet eine bedeutende Adelsfamilie diese Zelle und baut sie dann aus. Aber dann ist es so, dass diese Zelle sich langsam eingliedert in das große Land und dann eigentlich selber ein bisschen verschweigt, wer sie gegründet hat und sagt, ja, wir sind auch ein landesfürstliches Kloster. Ich glaube, einen Punkt, den du gesagt hast, würde ich auch gern aufgreifen, weil er einfach auch ganz wichtig ist für das Verständnis dieser Zeit, nämlich, dass ein Land ja nicht konstituiert wurde durch die Grenzen, die es umgeben hat, sondern durch die Personen, die sich zu diesem Land bekannt haben oder zugehörig gefühlt haben. Man spricht ja hier von den Personenverbänden. Ja, können wir die andere Karte, die Google-Karte haben? Ja, gerne. Die ist jetzt langsam aussichtsreicher. Einen Moment. Stellen Sie sich diese Landeswerdung ein bisschen, wenn man das modern nimmt, immer die, ja, da. Wenn man ein bisschen wie die Entwicklungsarbeit eines großen Konzerns. Stellen Sie sich vor, da ist der Billa, da ist der Adeck, da ist der Spar, das sind, und die, da ist der Hofer, die konkurrieren miteinander. Und in unserem Fall gelingt es, weil wir schon einen Staat drüber haben, gelingt es keinem von denen, sich monopolartig durchzusetzen. Stellen Sie sich vor, wir hätten jetzt keine Behörde darüber, dann wäre vielleicht irgendeine dieser großen Konzerne so mächtig und würde die anderen verdrängen. Im regionalen Bereich haben wir das immer wieder, dass sich Filialen nicht halten können. Also wir haben hier in unserem Raum eine Reihe von Filialen, also Adelsgruppen, Pressure Groups und so weiter, nur dass eben durch den direkten Bezug zum Hof, durch den direkten Bezug nach Bayern und durch die persönliche Geschicklichkeit sich die Markgrafen durchsetzen und die anderen ein Verhältnis zu den Markgrafen suchen müssen. Selbst Grafen, die selber gleichen Rang sind, sind auf den Hof- und Landestagen des Markgrafen zu finden und spielen mit. Also ich finde diese Karte ja insofern ganz spannend. Auf den ersten Blick denkt man sich, eine moderne Karte gibt uns einfach den Siedlungszustand der Gegenwart wieder. Wenn man aber genauer hinsieht und vor allem auf die dunklen und die hellen Flecken blickt und wenn man sich vor Augen führt, wie die Siedlungssituation im 12. Jahrhundert war, dann findet man eigentlich im Großen und Ganzen nicht viele Unterschiede, weil man hat hier östlich des großen Waldgebietes des Wienerwaldes hat man die großen Siedlungen Mödling, Baden. Wir haben hier Heiligenkreuz, wir haben Altenmarkt, wir haben Mariazell, wir haben das Dreisental, das damals besiedelt war. Und wir haben hier diesen Bereich, der ja schon in einer Grenzbeschreibung der Pfarre Bührer und der Pfarre Michelbach beschrieben wurde, der ziemlich tief kolonisatorisch durchdrungen
war und ist. Das sieht man durch die hellen Flecken. Das sind alles wahrscheinlich im Hochmittelalter angelegte Rodungsflächen schon. Und wenn wir jetzt in unsere Gegend hierher gehen, dann sehen wir hier auch, dass hier ein sehr dichtes Waldgebiet rund um St. Corona, Klein-Mariazell, Klausen-Leopoldsdorf, sich bis nach Klosterneuburg erstreckt. Das heißt, irgendwie wird hier deutlich, dass offenbar ursprünglich hier ein viel größeres Waldgebiet war, das dann von Osten und von Westen vor allem kolonisatorisch erschlossen wurde. Aber nicht vollständig. Es ist in der Mitte, sieht man diesen dunklen Fleck bis heute. Was ist der Grund, warum zum Beispiel St. Corona, Klausen-Leopoldsdorf, diese Gegend oder diese dunklen Waldgebiete, warum die eigentlich nach dem 12. Jahrhundert nie erschlossen wurden? Nun, man muss sich das ein bisschen organisch vorstellen. Da kommt ja nicht jemand mit 1000 Leuten und sagt, jetzt entwickeln wir das Land, sondern da kommt eine Schar, die wird dort niedergelassen und dort brauche ich wen und dort brauche ich ihn. Wo brauche ich die Leute zunächst einmal? Nämlich entlang der Straßen, der Verbindungen und da hinein nach Kaumberg, Heinfeld und so weiter da hinüber geht eine wichtige Straße nach Westen hin. Man ist in 2-3 Tagen in St. Pölten, drüben auch mit dem Pferd oder zu Fuß. Dann haben wir eine Straßenverbindung, die meistens übersehen wird, nämlich hinter den Grenzwäldern. Also eine Innenverbindung, wenn Sie da schauen, Heiligenkreuz im Wienerwald, Breitenfurt, Wolfsgraben und da hinauf nach Burgersdorf, da können Sie geschützt hinter den Wäldern, Leinzer-Tiergarten und so weiter, hinter Brühl und so weiter, geschützt gehen. Das ist eine strategische Frage. Wir entwickeln also jetzt einmal die strategischen Linien und dann haben wir Erfolg. Wir haben vor allem Erfolg dann in der Ebene, in der fruchtbaren Ebene. Und was brauchen wir, wenn wir Erfolg haben? Gebäude. Wir brauchen nicht überall Burgen, aber Burgen sind ganz nützlich für das Sicherheitsgefühl. Aber was brauchen wir für die Gebäude? Wir brauchen für die Gebäude ordentliches Holz. Aber wir brauchen das Holz auch jeden Tag. Holz ist die einzige Energielieferant. Mein Lehrer hat diese Zeit des Hochmittelalters genannt, die Holzzeit. Es kommt die Eisenzeit nämlich erst später so richtig. Da war Eisen ziemlich kostbar. Also wir brauchen Holz für Energie, Holz für den Bauten. Und wir haben ab dem 12. Jahrhundert die ersten Schutzurkunden, wo man für bestimmte Gegenden verhindert, dass aufgerodet wird, dass weggerodet wird, dass das verhindert wird, woran da wir jetzt momentan am Amazonas leiden und woran wir Jahrhunderte unsere Erben leiden werden, weil das weg ist. Die Schonung, der Schutz der Wälder, die ja für Wien unendlich wichtig sind, das kann man nicht ausbauen. Der Schutz dieser Wälder hat uns eigentlich sehr viel an Lebensqualität über die Jahrhunderte gebracht und daher, weil die Bedürfnisse eigentlich immer vergleichbar sind, wir haben halt das Holz für andere Sachen jetzt, weil die Bedürfnisse immer gleich sind, sind auch die Grundstrukturen der Landschaft ziemlich gleich oder vergleichbar, sagen wir so. Es ist ja sehr bemerkenswert, dass es für die Zeit um 1180 gibt es eine Waldschenkung an Stift Heiligenkreuz, wo den Heiligenkreuzern ausdrücklich verboten wurde, diesen Wald auch zu roden. Das heißt, das ist ganz in dem Sinne, wie du gesagt hast. Für die gleiche Zeit aber gibt es auch eine Notiz überliefert in einer Urkunde des wahrscheinlich aus dem 13. Jahrhundert,
indem die Mariazellermönche, also die Kleinmariazellermönche, ein Stück Wald bekommen, damit sie es roden und dort kolonisieren. Das heißt, wir haben ja schon zwei verschiedene Entwicklungen zur selben Zeit noch. Ja gut, wir haben zwei Bedürfnisse. Heiligenkreuz ist in der Nähe. Die Wälder bei Heiligenkreuz müssen Holz nach außen liefern. Kleinmariazell ist mitten in dem Gebiet drinnen, wo bereits Infrastruktur sein muss für die Durchreisenden und für die Leute dort. Also da ist die Entwicklungsaufgabe entwickeln und agrarisch die Versorgung sichern, während die Heiligenkreuzer Mönche mit dem Agrarischen eh nicht viel auf sich haben. Die müssen nämlich selber bebauen, während die Kleinmariazeller Bauern haben dürften. Es ist ja sehr, sehr bemerkenswert auch, dass sehr vieles darauf hinweist, dass ursprünglich das Gebiet um St. Corona und Kaumberg auch den Mariazellern als Gründungsdotation gegeben wurde, dass aber dieses Gebiet weitflächig, vor allem um St. Corona, niemals besiedelt wurde bis in die Neuzeit. Was genau für diesen Rodungsstopp, unter Anführungszeichen, den du genannt hast, eben spricht, dass wir wirklich im Laufe des 12. Jahrhunderts dann zu einem Schutz der Wälder übergegangen wurde hier in dieser Region. Wenn Sie mal was Spaßiges machen wollen, nehmen Sie sich eine Karte des Waldviertels. Sie werden feststellen, das Waldviertel ist dadurch deswegen Waldviertel, weil man Wälder sieht, aber weil nicht überall Wälder sind. Die Besiedlung, Siedlungskammern im Waldviertel können Sie als Laien oder Laie ohne weiteres auch auf der Karte sehen. Ja, und nachdem wir uns jetzt ziemlich ausführlich über die Siedlungsgeschichte unterhalten haben, hier noch ein kleines Detail, das man sich auch vor Augen führen muss für diese Zeit um 1100, 1120, nämlich, dass im Tristingtal oder Traisental quasi die Mark Österreich geendet hat und hier der Machtbereich der steirischen Otterkare begonnen hat. Und es wird besonders kurios aus heutiger Sicht, nämlich diese Mark der Otterkare war, so wie Österreich formell Teil des Herzogtums Bayern war, war die Mark der Otterkare Teil des Herzogtums Kärnten. Und es gibt aus dieser Zeit eine wunderbare Grenzbeschreibung der Pfarre Pyra, wo eben das Gebiet eben jenseits der Gölsen als Versus Carinthiam bezeichnet wird. Das heißt, in der Wahrnehmung der Menschen der damaligen Zeit hat hinterm Gerichtsberg damals Kärnten begonnen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich würde vorsichtig ausführen. Natürlich gibt es da keinen Strich oder was. Die Auseinandersetzung, die da stattfindet, unter anderem, wo die Haderiche sehr wichtig sind, ist, wer hat Leute, die man hier hereinsetzen kann. Und da tun sich die steirischen Otterkare ein bisschen schwer. Wenn jemand von Süden her seine Leute motivieren soll, da heraufzugehen, wo man ein, zwei Tagesreisen braucht, um zum Herzog oder zum Markgrafen zu kommen, das ist schwierig. Und daher haben trotz allem zwar die Steirer Interessen hier, aber sie haben sie nicht langfristig durchsetzen können. Ja, und jetzt vielleicht kommen wir ein bisschen mehr in die Region. Nämlich widmen wir uns dem Kloster in Mariazell und Markgraf Leopold III. Hat ja bis jetzt immer eine sehr wichtige Rolle in der Historiografie dieses Klosters gespielt. In unseren Forschungen sind wir drauf gekommen, dass diese wichtige Rolle, sagen wir mal, zumindest zu hinterfragen ist. Aber wenden wir uns vielleicht einem Aspekt zu, der ganz gesichert ist, nämlich die Markgräfin Agnes, seine Frau, war mit dem Kloster in Mariazell offenbar enger verbunden, denn sie hat dem Kloster einige Weingärten bei Baden geschenkt.
Und ich glaube, Agnes ist ein wunderbares Beispiel, um auch mit dem Klischee der Frau im Hintergrund des Mannes im Mittelalter ein bisschen aufzuräumen. Naja, die Agnes ist die fruchtbarste Frau, die wir überhaupt in der Führungsrolle kennen. Sie hat viele, viele Kinder auf die Welt gebracht, war aber auch eine große Politikerin, vor allem, was für Mittelalter natürlich eine Rolle spielt, sie war Königstochter. Sie war eigentlich rangmäßig über dem Babenberger gesetzt. Hier haben wir herausgesucht aus den vielen Bildern über Leopold und Agnes eines aus dem 14. Jahrhundert, wo bezeichnenderweise die Agnes ebenfalls einen Heiligenschein hat. Das heißt, sie gilt für die Klosterneuburger, die Handschrift ist in Klosterneuburg, wo diese Illustration ist, gilt sie gleichberechtigt, nicht nur im materiellen irdischen Sinn, sondern auch im spirituellen Sinn. Für die ihre Rolle hier mit der Badenerschenkung ist wahnsinnig spannend, nämlich die Frage ist, da gründet eine Adelsgruppe, nämlich die sogenannten Haderiche, das ist ihr Leitname, alle, das ist furchtbar, die auseinanderzuhalten. Alle heißen hintereinander Haderich und man weiß nicht, ob man den ersten, den zweiten oder den dritten vor sich hat. Und die Feinheit ist dann, die anderen, die nicht Haderich heißen Heinrich. Und das ist genauso häufig. Die gründen da ein Kloster und zwar der Hintergedanke dürfte sein, naja, auch unter anderem, ich nehme, mache den Himmel zu meinen Erben. Also wenn ich schon hier mich nicht durchsetzen kann, dann soll der Himmel mich erben. Der Leopold hat da zunächst einmal sehr wenig zu sagen, aber natürlich große Interessen, dieses Zukunftsgebiet auch einmal zu beherrschen. Nur wenn er da eingreift, dann hat er alle anderen Adeligen gegen sich. Also er kann sich nicht leisten, die Haderiche gegen sich zu haben, weil die haben die anderen rangmäßig Gleichgeordneten ebenfalls als Verbündete. Was macht man? Man sucht eine Brücke. Und die Brücke ist die Fürstin. Denn die Rolle der Königin, von der Königin abwärts bis zur Adeligen der Frauen ist auch Vermittlung. Und zwar ausdrücklich. Es gibt Szenen, da macht er, der Fürst, irgendein Urteil und sie geht, ja, aber sei nicht so grob zu den Leuten und übe Gnade aus. Das ist nicht irgend, weil sie so lieb ist, sondern weil das ihr Geschäft ist. Weil er verliert das Gesicht, wenn er nachgibt. Wenn aber die Fürstin kommt und sagt, sei nicht so, dann ist das eine Sache, naja, da muss man auch vielleicht nachgeben. Das heißt, es wird strategisch gesehen die Fürstin eingesetzt, die hier eine symbolische Schenkung macht, die nicht schwach ist, aber immerhin, und die die ersten Verbindungen zwischen dem Kloster und dem landesfürstlichen Haus macht. Und sie ist ja auch dann die Mutter der nachfolgenden Herzoge. Es ist ja auch ein als kleines Detail am Rande auch für die Bedeutung der Agnes. Wir haben ja das Totenbuch des Klosters vom Beginn an der Gründung. Und für Agnes wurde jedes Jahr ein Jahrtag gefeiert. Das heißt, die Mönche haben ganz feierlich ihres Todes gedacht. Für Leopold haben sie das im hohen Mittelalter nicht gemacht. Das haben sie erst ab dem ausgehenden 15. Jahrhundert gemacht. Ich denke, das ist auch etwas, was die Bedeutung dieser Agnes unterstreicht. Wir haben ja schon gesprochen über die beiden Gründer, diese Adelsgruppe der Haderiche. Entschuldigung. Und diese beiden Gründer, Heinrich und Rabotto,
kommen natürlich in diesem Totenbuch ganz, ganz prominent vor, nämlich hier Heinrich Converse unserer Gemeinschaft und Rabotto, die Gründer unseres Klosters. Und eine kleine Frage zum Schluss, und das soll auch eine Überleitung sein zum Gespräch nächste Woche. Was ist denn die hauptsächliche Motivation für zwei solche adelige Brüder, ein Kloster zu stiften zu dieser Zeit? Die hauptsächliche Motivation ist ganz einfach, sie wollen in den Himmel kommen. Es gibt Urkunden, in Urkunden wird es ausdrücklich ausgesagt, wir auf der irdischen Leute, irdische Leute müssen uns im politischen Geschäft die Finger schmutzig machen. Ihr Mönche, ihr betet und macht uns den Weg zum Himmel frei, damit wir auch eine Chance haben. Denken Sie sich, dass man mit 30 alt ist in dieser Zeit. Also wer 30 überlebt, kann zwar alt werden, aber mit ungefähr um die 30 fallen einem die ersten Zähne aus. Und es gibt keine Zahnklinik, wo man neue bekommen kann. Man ist ständig vom Tod umgeben, Frauen durch die Geburten, Männer durch die verschiedensten Verletzungen. Wir haben kein Penicillin, wo man die Wunden reinigen kann und so weiter. Also man hat wirklich momentan mit der Pandemie, könnte man sich das irgendwie vorstellen, man ist ununterbrochen vom Tod umgeben, und da braucht man sozusagen jetzt einmal sehr ketzerisch gesagt eine Versicherung. Und das Gebet der Mönche und der Nonnen ist eine Versicherung, dass man drüben, vor allem bei der Gottesmutter, jemanden hat, der für einen einsteht. Und dann gibt es noch ein paar Nebennutzen, nämlich einen habe ich schon genannt, und kann verhindern, dass der Einfluss von anderen weltlichen Herrschaften zu groß wird. Ein anderer ist, dass ich mit den gelehrten Mönchen Fachleute engagieren kann, die man für die verschiedensten Sachen heranziehen kann. Und dann der dritte ist, dass ich ein gutes Quartier habe, wenn ich in der Gegend durchziehe. Das heißt, es gibt vielfältige Motivationen für eine Klostergründung zu dieser Zeit. Ich denke, was auch wichtig ist, anzumerken, ist, wenn wir hier von benediktinischen Klöstern in dieser Zeit sprechen, dann hat das mit dem heutigen Benediktinertum nicht mehr allzu viel zu tun, denn heute betreuen ja Benediktinerklöster wie Melk oder Göttweig oder andere in unserem Land ja viele Pfarrer. Das heißt, die Klöster sind sehr stark auch nach außen orientiert. Wenn wir nun von einem Benediktinerkloster im hohen Mittelalter sprechen, wie Mariazell oder auch Admont zum Beispiel oder auch Göttweig, dann waren das sehr streng klausurierte Mönchsorden oder Mönchsklöster, wo die Mönche in der Regel nicht das Kloster verlassen haben und einen Großteil des Tages mit dem Gebet verbracht haben. Und wenn man sich jetzt noch einmal vor Augen führt, was Karl Brunner gerade gesagt hat, nämlich, dass man das Gebet der Mönche gebraucht hat als Versicherung für das Leben im Jenseits, dann ist natürlich eine Mönchsgemeinschaft, die fromm ist, die den ganzen Tag oder den großen Teil des Tages mit Gebet zubringt, natürlich eine wunderbare Versicherung für das Jenseits. Aber nicht nur für die Stifter. Vorstellen, Sie haben vorne ein Chor, Sie haben das Schiff, und wenn Sie die Mönche zwar nicht besuchen können und sehen, aber Sie hören sie. Denn das Gebet ist zu einem wesentlichen Teil auch der Gesang. Wir haben ja Gott sei Dank als Heiligenkreuz jetzt diesen Chorgesang überall allgegenwärtig auf Platte und so weiter. Also hören tue ich sie auch bei den Frauenorden ist es so, die Tochter, die ich in das Kloster gebe, sehe ich nie mehr, wirklich als Vater, aber ich höre sie. Dieses Gehör und dieses Gebet, das weiß ich, das dringt zum Himmel. Und da
würde ich gern noch anmerken, einen anderen Aspekt, nämlich, dass diese Klostergründung ja nicht nur eine wichtige Versicherung war für die Stifter selbst, sondern für die ganzen Menschen der Umgebung. Und wir sehen das hier an diesem Nekrologiumsausschnitt. Sie sehen hier zahlreiche andere Eintragungen von anderen Menschen, für die dieses Kloster auch regelmäßig gebetet hat. Und somit hat dieses Kloster damals eine Bedeutung gehabt, die wir uns heute wahrscheinlich spirituell gar nicht mehr leicht vorstellen können. Und die schöne Brücke in die Gegenwart ist, dass mit der letzten Renovierung der Basilika in Kleinmariazell eine Krypta errichtet wurde, in der die Stifter Heinrich und Rapotto eine neue Grablege gefunden haben mit dem spätmittelalterlichen Grabstein und dem Symbol des auferstandenen Christus darüber. Und es ist einfach schön, dass die alte Geschichte, die im 12. Jahrhundert begonnen hat, eine Kontinuität bis in die Gegenwart hat und hier auch in dieser Krypta einen entsprechenden Ausdruck gefunden hat. Lieber Karl, das Schlusswort aber sollst du haben. Also, ich habe kein Schlusswort, sondern für uns Historikerinnen und Historiker ist jeder Schluss ein Anfang. In dem Augenblick, wo ein Buch wie das unsere die Deckel zugemacht werden, denken wir an das Nächste und denken wir daran, vor allem in meinem Alter, wie kriege ich Projekte zustande, um die geistige Kolonisierung der Region weiterzutreiben. Lieber Karl, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir setzen nächste Woche fort mit Wir gehen ins Kloster. Da geht es dann ganz konkret darum, was bedeutet benediktinisches Klosterleben im 12. Jahrhundert? Wieso geht man überhaupt ins Kloster? Wer geht ins Kloster? Und wie leben die Mönche im Kloster? Das Buch, über das ich gesprochen habe, können Sie ganz bequem erwerben über die Homepage unseres Vereines Mariazell im Wienerwald, über die Website www.mariazell-wienerwald.at. Es gibt derzeit noch eine Aktion, nämlich mit unserem Verein Mariazell im Wienerwald versuchen wir, die Kulturgüter der Region zu revitalisieren, zu erhalten und zugänglich zu machen. Wenn Sie Mitglied unseres Vereins werden, dann bekommen Sie das Buch gratis.